Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Nikolaus Fest, ich freue mich, dass Sie alle da sind und ich freue mich, dass wir hier sind und ich freue mich viel mehr hier zu sein als das letzte Mal, als ich hier war. Ich war nämlich vor gar nicht so langer Zeit hier in diesem Raum. Das war ein Speed-Dating mit dem Landesfrauenrat. Das war so eingeschränkt unterhaltsam, weil die Spitzenkandidaten der Berliner Parteien hier eingeladen waren, mit den Vertretern des Landesfrauenrates zu diskutieren. Immer 15 Minuten an einem Tisch mit 15 Frauen und dann wurde gewechselt. Das war so schwierig. Aber ich wusste, dass ich in diesem Raum keine Stimmen verlieren konnte für uns, denn wir hatten dort erkennbar schon vorher keine Zustimmung im Raum und vielleicht hinterher auch nicht. Weil ich auch nichts davon halte, den Leuten nach dem Mund zu reden. Und das war eben eine Veranstaltung, die ausschließlich darauf ausgerichtet war, nicht für die traditionelle Familie zu sein, unbedingt für jede Art von Quote zu sein, für Frauen und für alle anderen Gender auch und so weiter. Das war einfach nicht unser Programm gewesen. Wir sind die anderen. Und deswegen war das interessante Diskussion, aber nicht jeder wollte mir vorher die Hand geben und hinterher auch nicht von den Kollegen Spitzenkandidaten. Egal, das ist nur ein Anzeichen dafür, dass es dringend einer anderen Kraft in diesem Land braucht, weil man an vielen Stellen das Gefühl hat, dass die Lage ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Manchmal habe ich den Eindruck, irgendwie sind die alle irre. In Limburg gibt es am Rathaus ein Glockenspiel. Dort hat man jetzt ein Lied gestrichen, nämlich Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Wird dort jetzt nicht mehr gespielt, weil eine Veganerin sich beschwert hat. Ich glaube, wenn vor ein paar Jahren sich eine Veganerin beschwert hätte, hätte man die zum Arzt geschickt und das Spiel doppelt nochmal laufen lassen. Es gibt eine Bundeswehr, die nicht einsatzbereit ist, aber flächendeckend jetzt über Umstandsmoden verfügt. Das ist eine tolle Sache. In Flensburg hat man jetzt eine ganz große Ungerechtigkeit bei den Ampeln beseitigt. Es gibt jetzt die Homo-Ampeln. Da leuchtet jetzt nicht mehr ein Männchen zum über die Straße gehen, sondern zwei mit Herzchen dazwischen. Tolle Sache, ganz wichtig. In Madrid, da dürfte Hugh Bronson und Sie auch nicht, so sitzen, wie Sie da sitzen. Weil Sie nämlich klassisch geschlechterstereotyp breitbeinig dort sitzen. Und das ist in Madrid in Bussen nun verboten. Weil man diesem geschlechterstereotypen Rollenverhalten endlich austreiben möchte. Diese typischen Männer, die so sitzen wie Männer, das geht gar nicht. In Deutschland erhalten Familien Sozialleistungen, auch wenn sie für den IS gekämpft haben, wenn sie einen Obdachlosen anzünden zu 5 Mann, ist das kein Mord. In Bad Essen wird ein syrischer Asylant, der hat einen Job gefunden, das freut uns. Er wird auf Kosten des Arbeitsamtes für 1.300 D-Mark, das streichen wir aus dem Protokoll, für 1.300 Euro im Monat mit dem Taxi dorthin gefahren, weil die Strecke von 15 Kilometer für ihn anders nicht zu bewältigen ist. Ich schätze, der Mann ist zu Fuß aus Syrien hergekommen und kann jetzt 15 Kilometer mit dem Fahrrad nicht zurücklegen. Herr Altmaier hat gerade angekündigt, ich glaube, das war irgendwie ein freudscher Versprecher auf die Frage, wird es einen Schuldenschnitt für Griechenland geben, hat er gesagt, nein, im Augenblick noch nicht. Jetzt wissen wir es, der kommt. Natürlich nach der Wahl, ist klar. Dann haben wir jetzt die Ehe für alle durch und das führt dazu, dass wir das gesamte Abstammungsrecht jetzt neu regeln müssen. Und das Erste, was beim Abstammungsrecht jetzt neu geregelt wird, ist der Name des Abstammungsrechts. Denn Eltern-Kind-Beziehung hat jetzt mit Abstammung formal nichts mehr zu tun, soll es auf jeden Fall nicht. Und deswegen wird das ganze Abstammungsrecht jetzt folgerichtig umbenannt. Das soll jetzt heißen rechtliche Eltern-Kind-Zuordnung. Was ausdrücklich nicht neu geregelt wird, ist das Verbot der Leihmutterschaft, hat man jetzt noch mal gesagt. Eizellenspenden sollen weiterhin verboten bleiben, ist die Ankündigung dessen, dass es kommen wird. Die familienpolitische Sprecherin im Bundestag der Grünen hat schon die Alternative zur Ehe vorgeschlagen, die PAZ,
das Pakt, den Pakt für das Zusammenleben. Die PAZ, die PAZ soll die Ehe ersetzen für jede Art von Zusammenleben, die dann irgendwie geregelt werden soll. Sie haben von der Raiffeisenbank, das ist ein Beispiel, das ich jetzt gebe, um Ihnen zu zeigen, wie Nachrichten funktionieren. Die Raiffeisenbank Reutlingen hat gerade artikuliert, dass es Niedrigzinsen, Negativzinsen für Kleinsparer nicht geben wird. Und die Raiffeisenbank Reutlingen hat auch mitgeteilt, dass auch zukünftig bei Zahlungsverzug Waterboarding nicht zur Anwendung kommt. So, und das ist jetzt eine Unterrichtseinheit. Sie haben jetzt gerade gelacht bei dem Waterboarding, weil das natürlich Quatsch ist. Sie haben aber nicht gelacht bei der Nachricht, keine Negativzinsen. Weil Sie sich gedacht haben, keine Negativzinsen für Kleinsparer. Das ist eine gute Nachricht, das ist ja super. Weil Sie nämlich das für möglich halten, dass es das gibt. Waterboarding natürlich nicht. Wenn wir vor 5 Jahren gesagt hätten, meine Damen und Herren, für Kleinsparer gilt auch zukünftig, die müssen keine Negativzinsen bezahlen für ihr Geld bei der Bank, hätten sie genauso gelacht wie beim Waterboarding, weil es natürlich völlig absurd ist, aber wir gewöhnen uns an absurde und absurdeste Nachrichten und reagieren dann so, wie sie gerade reagiert haben. Wir nehmen das dann zur Kenntnis und sagen, das ist ja sehr gut. Gegen den unbändigen Hass im Netz hat das Bundesfamilienministerium das Doppeleinhorn erfunden. Ich weiß nicht, ob Sie damit schon vertraut sind. Das ist seit 23. Mai am Start. Das hat einen eigenen Twitter-Account, der mit, ich glaube, 40.000 Euro unterstützt worden ist. Ich habe vorhin noch mal nachgeguckt. Dieser Twitter-Account hat inzwischen 286 Follower, hat 143 Tweets abgesetzt und hat ein Motiv über der Seite, das sagt, in etwa, ich habe es nicht ganz wörtlich, aber der Inhalt ist, Meinungsfreiheit heißt Meinungsfreiheit und nicht ein Recht, Meinungsfreiheit gibt das Recht auf freie Meinung und nicht auf Scheiße labern. Das ist vom Familienministerium und da würde ich sagen, seid ihr mal Gott froh, dass Scheiße labern nicht bei Gefängnisstrafe verboten ist. Herr Augstein hat zum Thema G20 so viel Schrott erzählt, dass ich nur das wiedergeben möchte, was ich heute das erste Mal gelesen habe. Er hat gesagt, dass er hat ja wirklich, wirklich viele schlimme Sachen gesagt. Er hat gesagt, der Preis für diesen Gipfel muss so in die Höhe getrieben werden, dass keiner den Gipfel mehr ausrichten will. Also das heißt, möglichst hoher Schaden soll angerichtet werden, damit hinterher keine G20-Gipfel mehr stattfinden. Und dann hat er jetzt gesagt, dass die Gefahr ja nicht nur von den Vermummten ausgeht, die Autos anstecken, sondern auch von den Autos selber. Denn die Autos sind keine wertneutralen Gegenstände, sondern politische Objekte. Denn zur Herstellung dieser Autos werden Rohstoffe abgebaut, transportiert und verarbeitet unter Bedingungen, die man mit gutem Gewissen weder den Menschen noch dem Planeten zumuten kann. Ich hoffe, dass das Haus von Herrn Augstein nicht auch unter Bedingungen produziert worden ist, die andere dann quasi zwingen, das abzubrennen. Um die ganze Gewalt, die ja auch in den Augen von Herrn Augstein von der Polizei ausgegangen ist, aus dem G20-Gipfel, hat das ZDF ein Video produziert. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Das ist ein wunderbares Video, in dem ganz klar gezeigt wird, wie brutal die Polizei auf die friedlich dort herumdemonstrierenden G20-Gegner draufgeht. Sie sehen diese friedlichen Demonstranten und dann hinten sehen Sie die Polizei. Und das nächste Bild ist der Schnitt, wie die Polizei auf die Demonstranten draufprügelt. Und danach gibt es lauter Interviews von Leuten, die diese brutale Polizeigewalt natürlich anprangern. Es hat nicht lange gedauert, bis irgendjemandem aufgefallen ist, dass dieser Videoausschnitt vom ZDF ein Ausschnitt dessen ist, was auf Arte gelaufen war. Und da dauert diese ganze Szene etwas länger. Und da hat jemand bemerkt, dass die einen ganz ungünstigen Schnitt in diesen Film hineingemacht haben. Sie haben nämlich einfach herausgeschnitten und auch die Informationen nicht verbreitet, dass da eine Polizeikette stand,
die die Demonstranten durchbrechen wollten, um ein Gebiet zu kommen, in das sie nicht rein durften. Das war gesperrt. Und dann gibt es eben die Szene, die haben die rausgeschnitten, wo die Demonstranten plötzlich losrennen auf die Polizeikette zu und versuchen, die Kette zu durchbrechen. Und dann gibt es einen auf die Mütze. Völlig zu Recht. Ja? Aber das hat das ZDF geschnitten und will uns damit beweisen und will uns damit informieren darüber, wie brutal die Polizei gewesen ist. Dafür zahlen wir alle Gebühren. Wenn alle Gebührenzahler aufhörten, das zu tun, wäre das vielleicht eine gute Idee. Wir haben gestern erfahren, dass in einem mittelgroßen Dorf mit 40.000 Einwohnern sich 1.000 überwiegend Migranten zusammenrotten, um aus einem Straßenfest eine Kampfveranstaltung zu machen. Das sind so Nachrichten, die laufen erstmal so nur regional, bis dann doch irgendeiner merkt, naja, vielleicht muss man es doch mal aufgreifen. Und dann läuft das so ein, zwei Tage später, läuft das dann auch ein bisschen überregional, weil man es wohl nicht mehr waren Zweckgedeckel kriegt. In einer Stadt mit 40.000 gibt es plötzlich einen Mob von 1.000, der loszieht und Straftaten verübt. Aber wir haben uns ja längst dran gewöhnt. Ich weise die ganze Zeit in den letzten Tagen und Wochen, wo ich unterwegs bin, auf eines hin. Wir haben uns alle über die Statistik, die Kriminalität im Kontext der Zuwanderung, das Bundeslagebild des BKA aus dem Jahr 2016 aufgeregt. Der Bundesinnenminister hat das vor einiger Zeit vorgestellt. Und er hat uns erklärt, dass die Zahlen, insbesondere die Straftatzahlen von Zuwanderern, explodiert sind. Viele dramatische Zahlen in diesem Bild. Es gab 293.000 Straftaten von Zuwanderern. Das war ein Zuwachs von 42% gegenüber dem Vorjahr. Es gab Straftaten gegen das Leben. Die sind um 58% gegenüber dem Vorjahr angestiegen. Es gab 24.350 deutsche Opfer von Rohheitsdelikten. Das waren 66 Opfer am Tag. Das war ein... Da habe ich den Anstieg nicht, aber auch einen Anstieg mit Sicherheit und so weiter und so weiter. Und das war alles ganz fürchterlich. Was er nicht gesagt hat, und ich sage das hier auch auf die Gefahr hin, dass der eine oder andere es von mir schon gehört hat, aber der es noch nicht gehört hat, weiß es jetzt. Dieses Bundeslagebild mit Blick auf die Kriminalität der Zuwanderer ist das nicht, was Sie denken. Sie denken, in dieser Kriminalität sind die ganzen Straftaten von denen erfasst, die jetzt hier gerade in Asylverfahren sind oder Asyl bekommen haben oder abgelehnt worden sind. Und dem ist so nicht. In diesen Zahlen, die der Bundesinnenminister unter großem Ach und Weh uns vorgestellt hat, sind nur die Taten von den Zuwanderern erfasst, die noch in einem laufenden Asylverfahren stecken oder deren Verfahren abgeschlossen ist und die abgelehnt worden sind. Der große Teil derer, die anerkannt worden sind und auch Straftaten begehen, ist in den Zahlen gar nicht drin. Das hat man gleich mal so einfach wegdefiniert. Und so funktioniert Politik. Man benutzt einen Begriff und definiert den insgeheim irgendwie anders, als vielleicht die Allgemeinheit das auch versteht. Bei Arbeitslosigkeit ist es das Gleiche. Ja? Da werden einfach ganz große Gruppen hinaus definiert aus dem Bereich und dann klingen die Zahlen nicht mehr ganz so schlimm, wie sie klingen müssten, obwohl diese Zahlen auch so schon sehr schlimm klingen. Das möge uns bitte immer klar sein. Wir dürfen das bitte nicht vergessen. Und dann mögen wir bitte eines auch nicht vergessen, das, was immer noch nicht groß weiter kommuniziert worden ist, obwohl es unter Bezugnahme auf deutsche Sicherheitsbehörden in der Bild-Zeitung und dann aufgenommen in der Welt gestanden hat. Nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden befinden sich in Nordafrika, in Libyen, im Libanon und in der Türkei 6,6 Millionen Migranten auf dem Sprung nach Europa. Keine Zahlen, die wir uns ausgedacht haben, sondern das sind Zahlen, die nach Erkenntnissen der deutschen Sicherheitsbehörden da sind. 6,6 Millionen und seit Anfang des Jahres sind diese Zahlen angestiegen und zwar um 7.500 an jedem einzelnen Tag. Dort unten bahnt sich eine Katastrophe an in Zahlen und Größenordnung, die mit den 15.000, die Frau Merkel irgendwann mal aus Ungarn hierher geholt hat, wegen einer angeblichen Notlage, gar nichts mehr zu tun haben. Die Lage gerät absehbar komplett außer Kontrolle.
Und das ist auch die Erklärung für zwei erstaunliche Äußerungen, die am 6.7. und am 7.7. gefallen sind. Das eine ist der EU-Migrationskommissar Avramopoulos. Das ist derjenige, der bislang für offene Grenzen, für freie Migration innerhalb Europas gestimmt hat. Jeder darf überall wohnen und leben, wo er möchte, mit allen Ansprüchen, die das in Sozialstaaten nach sich zieht und so weiter. Dieser Kommissar hat jetzt offensichtlich den Ernst der Lage erkannt und hat am 6.7. gesagt, die meisten, die zu uns kommen, sind Wirtschaftsmigranten und die können nicht bleiben. Wir würden sagen, die dürfen nicht mal einreisen. Ja? Aber das hat er. Das hat er gesagt und das sagt er, weil er sieht, dass es nicht mehr so weitergeht. Und Herr Weber von der CSU, den ich in letzter Zeit auch immer zitiere, inzwischen hat es der ein oder andere gehört. Wer es noch nicht gehört hat, Herr Weber ist Vorsitzender der größten Fraktion im EU-Parlament und er ist Mitglied der CSU. Das ist nicht die AfD, das sage ich immer ganz deutlich, sondern der ist Mitglied der CSU. Und ich zitiere das jetzt einfach mal, aber er sagt das, weil der nicht mehr weiter weiß. Herr Weber hat gesagt, es muss Schluss sein, dass ein paar tausend Schlepper und Schleuser die ganze EU in Geiselhaft nehmen. Da müssen die Europäer notfalls auch die Waffe zur Hand nehmen. Sie haben das möglicherweise nicht gehört. Dann können Sie sich jetzt mal fragen, warum haben Sie denn das nicht gehört? Denn als zwei andere Politikerinnen einer anderen Partei irgendwas in der Richtung gesagt hatten, ja, seitdem haben diese beiden Politikerinnen, die den Namen Petri und Storch tragen, ein Label dran, das sind die, die damals den Schießbefehl gefordert haben. Ja. Ein Aufschrei, und zwar international, möchte ich sagen, europaweit, Skandal ohne Ende. Jetzt sagt so einer das und das wird nicht mehr berichtet, also so richtig breit berichtet. Ja. Und das, obwohl wir klarerweise gesagt haben, wir wollen keinen Schusswaffeneinsatz, auch wenn wir das nachschieben mussten. Wir wollen das nicht, das haben wir auch gesagt. Und vor allen Dingen sagen wir, das braucht man auch nicht. Man muss keine Waffe einsetzen, wenn man denn den politischen Willen hat, eine Grenze zu schließen. Und das ist genau das, was wir der Kanzlerin vorwerfen. Sie hat diesen Willen nicht. Und wenn man diesen Willen nicht hat, dann gerät die Lage irgendwann komplett außer Kontrolle. Das haben wir von Anfang an gesagt. Und deswegen haben wir auch seinerzeit zu der Ungarnzeit, September 15, gesagt, mach die Grenzen dicht, stell den Magneten ab, sende das Signal in die Welt, dass hier jetzt keiner mehr reinkommt, damit nicht plötzlich 6,6 Millionen da stehen und sagen, das schaffen sie auch. Das ist der Vorwurf, den wir an die Kanzlerin gemacht haben. Und wir haben gesehen, dass zum Beispiel der Balkan, die Balkanroute jetzt dicht ist. Nicht wegen Waffengewalt, sondern wegen des politischen Willens derjenigen Staaten, die gesagt haben, wir lassen jetzt hier keinen mehr durch. Das ist das, was es braucht. Und das ist das, was wir der Kanzlerin unbedingt und uneingeschränkt und weiterhin vorwerfen. Und sie hat da jetzt gerade noch mal nachgelegt in ihrem fabelhaften Sommerinterview. Da hat sie noch mal gesagt, Obergrenze wird es mit ihr nicht geben. Und wenn Sie das Regierungsprogramm von CDU und CSU gelesen haben, dann lesen Sie ganz viele Sachen, die völlig irrelevant sind, weil sie sich sowieso nicht dran hält. Aber vor allen Dingen lesen Sie das Wort Obergrenze in diesem Programm nicht, obwohl ja die CSU gesagt hat, dass sie nur mit Obergrenze überhaupt noch weiter regieren wird. Das ist alles eine große, große Lüge. Aber es ist interessant, dass die Kanzlerin, der das, was auf dem Papier steht, egal ist. Ja? Aber das Wort Obergrenze, das hat sie der CSU nicht mal auf dem Papier geschenkt. Nicht mal auf dem Papier. Die will keine Obergrenze. Die will so weitermachen und die wird so weitermachen. Wer CDU und CSU wählt, der möge bitte hinterher sie nicht beklagen, wenn das Land an den Rand einer großen Herausforderung gebracht wird. Wie ich glaube, nahezu unlösbare Probleme politisch korrekt heißen.
Wir haben es mit einer sehr großen Herausforderung zu tun, in der Tat. Ich sage immer, wir können viel über das Thema Euro und Familie und Gender und so weiter reden. Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit der Migration und wie gehen wir mit dem Islam um. Wir haben es hier mit einer Kultur zu tun, die sehr expansiv ist, möchte ich sagen, die sehr klar für ihre Werte und Inhalte eintritt. Das ist ihr gutes Recht. Ist die Frage, wie wir uns dazu verhalten. Wir haben es dort mit einer starken Kultur zu tun. Das ist das eine Problem, das wir haben. Das andere Problem, das wir haben, ist, dass wir schwach sind. Ja? Dass wir unsere eigene Kultur offensichtlich nicht so ernst nehmen. Und ich weiß nicht, wen ich das schon mal gefragt habe, aber ich frage es mal in den Raum. Die, die es wissen, sagen nichts und die anderen denken, auf welcher Veranstaltung können das die Namen der Workshops gewesen sein, die dort so angeboten wurden. Aufgepasst, Training für die Anti-Gender-Debatte, gemeinsames Fastenbrechen, der Islam ist anders, weiblich, männlich und dazwischen, Coming-out-Workshop für Lesben, Mädchen und Frauen, LSBTTIQ im Kontext von Flucht und Vertreibung und Oversexed and Underfucked. Ja? Das sind Workshops gewesen, nicht auf dem grünen Parteitag, wie manche denken, sondern auf dem evangelischen Kirchentag 2017 in Berlin. Meine Damen und Herren, wir müssen uns doch nicht wundern, wenn es starke, harte, expansive Kulturen gibt, die sich an den Kopf fassen, ja, wenn sie auf uns treffen, wenn wir eine evangelische Kirche haben, die das hier zum Inhalt ihres Kirchentages macht. Da muss man sich doch wirklich nicht wundern. Deswegen ist die gute Nachricht, dass wir ja nicht nur die evangelische Kirche haben, sondern um unsere Kultur zu verteidigen und für unsere Werte irgendwie einzustehen, sondern jetzt auch eine Partei, die auf dem Wege ist, in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Wir sind diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, wir brauchen eine Leitkultur. Ich sage immer, wir müssen den Norden wieder zeigen. Wir müssen wieder das Licht zeigen, auf das hin sich die Politik bitte bewegen soll. Das Optimum, das, wo man hin will, nicht nur eine Beschreibung der Lage, sondern eine Richtung geben. Politik braucht eine Richtung, auf die sie sich ausrichten kann. Man kann nicht nur immer gucken, was läuft eigentlich alles schief und wie kann ich das flicken. Ich muss doch einmal nach vorne schauen und sagen, optimalerweise, da würden wir gerne hinkommen. Beispiel Familienpolitik. Es wäre doch schön, wenn wir funktionierende Familien zum Leitbild unseres Handelns machten, und uns trotzdem natürlich dort kümmern und helfen, wo das nicht da ist. Aber lasst uns einmal erklären, dass für jeden Menschen dieser Welt eine funktionierende Familie das Beste ist, was ihnen in seinem Leben überhaupt passieren kann. Was eben nicht heißen soll, dass wir nicht dort helfen wollen, wo das nicht funktioniert. Oder dass wir sagen wollen, das ist das einzige Gute, wie man leben kann und alle anderen Modelle, die achten wir schlecht. Nein, dem ist so nicht. Dem ist so nicht, allen entgegenlautenden Vorurteilen zum Trotz. Wir sagen nur, das Beste zum Beispiel für ein Kind ist es, mit seinem Vater und seiner Mutter zusammen zu leben. Das ist das Beste, das ist das Optimum. Lauter ganz normale Dinge, die wir in unserem Programm haben. Wir haben auch in unserem Programm natürlich das klare Bekenntnis zur Religionsfreiheit. Und dennoch trauen wir uns zu sagen, wir wollen eben unsere Kultur bewahren. Und das bedeutet auch, dass wir keine Kompromisse mit dem Islam eingehen wollen. Wir achten die Religionsfreiheit, aber wir achten nicht und wir lassen nicht zu, dass der politische Islam, und in seinen meisten Auslegungen ist der Islam ein politischer Islam, mit seinem politischen Herrschaftsanspruch anfängt, unser Leben zu regulieren und die Scharia Stück weit bei uns Einzug erhält. Dazu sagen wir ganz klar und ganz hart, nein, das wollen wir nicht. Jeder kann nach der Scharia leben,
aber nicht bei uns. Wir denken, es ist höchste Zeit, dass diese und viele andere Programmpunkte auch, die ich Ihnen gerne alle noch aufdröseln möchte, aber da Herr Fest mich jetzt schon fast nervös anschaut und sagt, mach mal Platz für den Festredner des Abends, mache ich das jetzt nicht. Also, wir haben in vielen anderen Bereichen auch das Programm, das es unbedingt verdient, in den Bundestag Einzug zu erhalten, das unbedingt erforderlich ist, damit dieses Land das zurückbekommt, das so schmerzhaft fehlt, nämlich eine klare Opposition, die den Finger in die Wunde legt, die die Regierung kontrolliert und die ganz klar einen Halt gebietet dem völlig haltlosen und grenzenlosen, sprichwörtlich, Politik, die die Bundeskanzlerin macht. Wir wollen einziehen, um die Opposition zu sein, und wir wollen die Opposition proben, da wir 2021 selbstverständlich den Anspruch haben, dann auch Regierungsverantwortung zu übernehmen. Vorausgesetzt, entweder wir haben die absolute Mehrheit, sollten wir die knapp verfehlen, dann brauchen wir und werden wir einen Koalitionspartner brauchen. Im Moment ist ein solcher in keiner Weise nirgends, auch nur am Horizont zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es am ehesten die CDU wäre. Im Moment müsste die aber in allen ihren wesentlichen politischen Bereichen ihr Programm um ziemlich präzise 180 Grad drehen. Dann wäre sie ein Koalitionspartner für uns. Wir denken, dass das 2021 der Fall sein könnte und arbeiten ab jetzt darauf hin. Wir gehen jetzt in den Wahlkampf. Wir ziehen am 24. September in den Bundestag ein, und ich hoffe und danke Ihnen allen für die Unterstützung dabei. Applaus